Machen wir so eine Klappe rein, Peter. Komm. Aber es auf der Stelle. Also. Ja. Nein, Akkus leer, halt. Schnitt. Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Ohne Papier jetzt, oder was? Das glaube ich jetzt nicht. Du bist kurz davor, geht was schief. Wir sind jetzt so weit, er wollte gerade loslegen, dann kommt er und mein Akku ist leer. Er hat ja noch einer dabei. Ich so laut schreien. Ich hab was Satz, ich hab was Satz. Soll ich jetzt Dialekt verzeihen oder Hochdeutsch? Dialekt. Ich jetzt mal. Hast du schon laufen oder was? Ja. Also, es ist Samstagvormittag, 11 Uhr vor der Himmelstür. Steht einer draußen, Petrus macht auf, sagt, du, wir haben heute nur noch 3 Plätze frei, brauchst eine gute Geschichte, dass du reinkommst, sonst wird das nichts. Dann sagt er, gute Geschichte habe ich. Sagt er, ich wohne in München in Ismaning in einem Hochhaus im 17. Stock. Und jeden Samstag, wenn ich in die Arbeit gehe, packe ich meinen Blaumann, nehme meinen Werkzeugkoffer, tue meine Brotzeit rein, gebe meiner Frau noch einen Schmatz, gehe bei der Tür raus und gehe in die Arbeit. Und wenn ich heute im Treppenhaus stehe, dann merke ich auf einmal, dass ich meine Werkzeugdosen mit der Brotzeit vergessen habe. Sperre nochmal auf, gehe rein. Lauft die Frau pudelnackig durchs Haus und versteckt sie unter der Decke. Denke ich mir, da stimmt was nicht. Dann habe ich gesucht. In jedes Zimmer bin ich rein. Auf einmal sehe ich, wie draußen auf der Balkonbrüstung noch 2 Hände sind. Dann bin ich raus, hab den Hammer aus meiner Werkzeugkiste genommen, hab dem Typen auf die Finger geklopft. Der ist 17 Stockwerk runtergerauscht, fällt aber in so einen Busch rein und bricht sich bloß am Fuß. Dann war ich so ärgerlich, dass ich aus der Küche den Kühlschrank genommen hab. Hab den Kühlschrank am Balkon hinzerrt, hab den über die Brüstung geschoben, bleib aber mit meinem Blaumann hängen, fall mit runter und jetzt bin ich da. Da sagt der Petrus, das ist eine super Story, da kommst du rein. 10 Minuten später klingelt es wieder an der Himmelspforte, steht wieder einer draußen, sagt der Petrus, du, ich hab heute nur noch 2 Plätze. Brauchst eine super Story, sonst geht da nichts. Und wir haben schon eine gute gehabt heute. Sagt, eine gute Story habe ich. Sagt, ich wohne in Ismaning, München, in einem Hochhaus im 18. Stock und mache jeden Tag in der Früh am Balkon meine Yoga-Übungen. Und heute habe ich das Übergewicht verloren und fall rückwärts über die Brüstung runter und habe das Glück, dass ich mich einen Stockwerk tiefer am Balkon festhalte. Dann kommt der Mieter unter mir und haut mir mit dem Hammer auf die Finger, dass ich 17 Stockwerk runterplatsch. Habe aber nur mal Glück und fall in den Buschen und brich mir gerade die Füße. Auf einmal kommt der Kühlschrank daher und jetzt bin ich da. Das ist eine gute Geschichte, kommst rein. 5 Minuten später klingelt es wieder. Sagt der Petrus, du, ich habe nur noch einen Platz frei, brauchst eine gute Geschichte. Sagt er, ja, gute Geschichte, ob die gut ist, das weiß ich nicht. Aber sagt Petrus, fang halt einfach mal an. Sagt er, ja, das ist kein Problem, fang ich mal an. Ich wohne in München, in Ismaning, in einem Hochhaus im 17. Stock. Und jeden Tag, wenn mein Nachbar mit seinem Blaumann und mit seiner Brotzeitdosen in die Arbeit geht, gehe ich zu seiner Frau rüber und dann haben wir ein bisschen Spaß miteinander. Und heute kommt der Depp zurück, weil er was vergessen hat. Dann habe ich geschaut, wo ich mich verstecken kann. Und da war bloß nur der Kühlschrank. Da sagt der Petrus, komm rein, den Rest kommen wir. Immer noch die Jahre.